So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video zu Counter-Strike und wie ihr meine Stimme hört, ich bin ziemlich müde noch, es ist 7 Uhr morgens. Mein Bruder hat mir gerade geschrieben, dass ein Update gekommen ist und auch eine neue Kiste. Und da habe ich mich gleich an den PC gesetzt und gedacht, komm, schauen wir mal kurz rein. Hier gibt es das neue Cage, das kennt ihr mit Sicherheit schon alle, da bin ich mega gespannt drauf, freue mich auch darauf dann zu spielen, weil Cage einer meiner Lieblingsmaps ist. Und eine neue Kiste ist raus. Das schauen wir gerade mal rein. CS20 Kiste. Classic Knife. Also ja, jetzt habe ich schon gespoilert. Es gibt ein neues Knife, aber wir schauen uns erstmal die Skins an. Tech9 Flashout, ja, typischer blaue Skin. Mac10 Classic Crate. Pop Dog, auch jetzt nicht so der Hammer. Die Glock feiere ich jetzt auch nicht so. Famas, ist okay. Naja, Autotacker halt. Okay. Also so Classic Skins mehr. P250 Inferno. Ja, okay. MP5 Agent. UMP, die sieht vielleicht ganz cool aus. Ich bin da mal gespannt, wie die Ingame aussehen. 5-7 Buddy. Naja, okay, Aztec. Die sieht cool aus. Die P90 sieht cool aus. Die feiere ich irgendwie mit dem Design. Und Death by Puppy. Okay. Naja. Die sieht auch ganz cool aus, Hydra. Okay, die AWP sieht halt richtig nice aus. Redskin und andere Redskin ist die Farmers. Die sieht auch ganz cool aus. Und dann die neuen Knives, beziehungsweise die Classic Knives jetzt mit halt Skin. Bin mal gespannt auf die Animation, wie der die rausholt und alles. Knives sehen ganz nice aus. Ist halt echt wichtig für mich, die zu sehen, wie die dann eben aussehen. Beim Aufpacken. Jetzt habe ich mal 25 Kisten und 10 von den Sticker Capsules geholt. Mit denen fangen wir mal an. Gucken wir mal durch, was es so hat. Ja, sieht ganz nice aus so auf den ersten Blick, die Sticker. Hail to the King. Oh, Dragonlore Foil. Okay, das sieht halt mega krass aus. Da wird bestimmt auch ein paar Euro wert sein. Sonst so. Sieht witzig aus. Knippen wir mal kurz auf. Vielleicht Lack mehr rein und dann raus. Machen wir 5 auf und dann machen wir die Kisten auf. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf, auf die neuen Skins. Ich denke immer, vielleicht haben wir dann mal Glück, wenn die neuen Skins direkt rauskommen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Kiste haltet. Generell, was ihr von Cage haltet, von dem Update. Bruder hat wohl nicht geschafft zu defusen. Gebt auf jeden Fall natürlich gerne einen Daumen hoch. Schreibt auch in die Kommentare, ob ihr direkt ein paar Kisten aufgeknüppelt habt. Ja, die Sticker sind schon witzig. Aber natürlich bin ich mehr gespannt auf die Skins. Ja, Surfer. Okay, komm, lass uns direkt auf die Kisten übergehen. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück. Die Orb wäre nice, die Farmers wäre nice. Die P90. MP9. Also ich feiere so generell die unteren Skins, finde ich schon relativ schade eigentlich. Also die reißen mich jetzt echt nicht vom Hocker. Selbst die Kiste sieht irgendwie nice aus, so von der Optik. Oh ja, so kann man anfangen. Ja, ziemlich abgeranzt. Design weiß ich nicht, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ja. Sieht jetzt nicht so toll aus. Die Kiste sieht krass aus. Das ist glaube ich so 20 Jahre CSGO-Kiste, davon hatten wir es den letzten schon mal. Oh, die rote Famas geht vorbei. Meine Fresse. Das ist eine Frechheit wieder. Mac10 auch eine Frechheit. Also ich finde generell die Skins unten rum. Weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder müssen halt die blauen Skins so aussehen. Weiß ich nicht. Hier, gut, Classic. Das hat einfach gehalten. Knife natürlich interessant. Ja, interessant. Wieder die blaue Scheiße. Gut, da können wir vielleicht sogar noch. Am Anfang sind ja selbst die noch ein paar Euro wert. Pink geht wieder vorbei. Ich sehe schon wieder, das geht hier ganz, ganz schiefe Bahn. Ganz schiefe Bahn geht es. Aber wer weiß, wir sind noch nicht durch. Pink, oh Mann, gibt doch wenigstens bis das Pink. Naja, Pop Dog. Ich weiß nicht, ich feiere die Skins bis jetzt, was ich so gezogen habe.
finde ich eher disappointing. Blau, blau sind alle meine Skills. Blau, blau sind alle meine Skills. Lasst natürlich auch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt. Ja. Ja. Ein bisschen frech. So. CSGO, 20 Jahre CSGO. Und dann kommen so Skins raus. Naja. Flashout. Ist der Flashbang drauf. Nice. Naja. Bin skeptisch. Also wenn wir jetzt hier nichts Cooles ziehen, dann wird es echt deprimierend. So frühen Morgen extra aufgestanden. Ja, das Skin sieht einfach nach nichts aus. Ich weiß nicht. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Interessiert auf jeden Fall, was euch so von den Skins gefällt. Oder ob ihr sagt, okay, keine Ahnung. Das sind die geilsten Skins. Oder ich sehe halt nicht das Tiefere, was dahinter steckt. In dem Design. Keine Ahnung. Haben wir jetzt mal ein Knife, wäre schon richtig nice. Ein neues, fettes Knife. Oder wenigstens die AWP oder Farmers. Hier, die AWP ist schon echt nice. Müssen wir gleich mal inspecten. Ne, die Metall, die ist es nicht. Die ist es nicht. Können wir inspecten kurz mal. Okay, die sieht halt schon richtig nice aus. Die sieht schon richtig nice aus. Also die gefällt mir brutal. Da haben sie was Cooles gemacht. Aber der Rest so in der Kiste. Ein bisschen disgusting. Ja, zwischen den Lilanen ist immer gut, die blaue Scheiße zu ziehen. Und alles fliegt vorbei, das kennt man ja. Schön zeigen, was ist. Glock. Ja, okay, das ist von Cage, dieses Zeichen von diesem, ich weiß es nicht mehr, ihr wisst, was ich meine. Mein Gehirn arbeitet gerade noch nicht so richtig. Und es kündigt sich an, ein düsteres Case-Opening zu werden. Komm, wenigstens, okay, 250 wäre halt nice gewesen. Aber nein. Sacrifice. Okay. Es geht zum Schluss über. Und dann geht wieder pink und alles vorbei. Ah, die MAC-10. Meine Güte, vielleicht müssen wir hinten anfangen. Das sind da die guten Sachen drin. Die sind jetzt echt dünn. Pink, ja. Ich denke immer so am Anfang ist vielleicht noch eher was zu holen, aber. Vielleicht täusche ich mich auch noch. Ah, ja, ja. Ist gut. Ein paar Kisten haben wir noch. Boah, meine Stimme ist ja richtig durch. Ist ja grausig, so am frühen Morgen. Mein Kaffee getrunken. Direkt so mein Bruder. Nachricht bekommen und dann hoch am PC. 4 Kisten noch. Ist ein Trauerspiel, was hier gezogen wird. Ist eine richtige Frechheit. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, willst du mich komplett verarschen? Am frühen Morgen und die Awe fliegt vorbei. Meine Fresse, Gabe. Du alter Pisser. Die Awe geht einfach vorbei. Ich raste aus, meine Fresse. Richtig, richtig frech. Das ist schon richtig. 2 Kisten noch. Naja, das ist schon richtig frech. Da kommt nichts mehr rum. Und dann fliegt die Awe vorbei. Und ich bin voller Scheiße. Ja, ja, wie sagt man so schön, okay, wir müssen es vielleicht gerade stellen. Jörg hat immer gesagt, ich muss gerade stellen. Ja. Offiziell die absolute Frechheit. Komm, wir knüppeln noch die Aufkleber auf. Vielleicht haben wir da noch wenigstens ein bisschen Glück. Nein, haben wir nicht. Spektrum 2. Also besser mit Spektrum. Oh, Guinea Pick. Okay. So dieser
Dragonlauf-Feuerwerk, glaube ich, schon nice. Und das hat bestimmt irgendwas wert. Clutchman. Okay, das sieht lustig aus, der Aufkleber. Naja, nicht verkaufen. Ah, hier, dann geht die ABP vorbei. Gebt auf jeden Fall natürlich einen Daumen. Da geht der Foil vorbei. Will mich komplett verarschen. Wirft mich komplett. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Sieht man wieder Kisten öffnen. Lohnt sich halt nicht mehr. Geht wieder Pink vorbei. Jo, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und gebt einen Daumen hoch, abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sagt vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.